In diesem Film spreche ich über meine Erfahrung mit sexualisierter Gewalt. Ich spreche darüber, warum ich mir die Schuld daran gebe, vergewaltigt worden zu sein. Ich finde es echt mutig, dass Emma darüber mit mir sprechen will. Und bei uns haben sich auch wirklich viele Menschen gemeldet, denen Ähnliches passiert ist. Wenn es euch aber mit dem Thema nicht gut geht, dann schaut euch den Film bitte nicht an oder zumindest nicht alleine. Ich war wie vereist. Es kam auch schnell der Gedanke, wenn jetzt was passiert und ich was tue, dann könnte ich vielleicht auch sterben. Und hier war das, ne? Es löst gerade super viel Emotionen aus. Ich kann fast ins Fenster sehen, wo das passiert ist. Hi Emma. Hallo. Du hast geschrieben, dass du mehrfach vergewaltigt wurdest. Ich frage mich, warum hast du überhaupt Schuldgefühle? Ich habe Schuldgefühle empfunden, weil das die einfachste Antwort war, auf warum mir das passiert ist. Weil ich mit dem Gedanken, dass es jemanden gibt, der sowas tut, in dem Moment nicht klarkam. Also ich möchte heute auf jeden Fall ein bisschen mehr herausfinden, wie dieses Gefühl bei dir entstanden ist, wie du, was es mit dir gemacht hat, aber auch wie du es geschafft hast, damit umzugehen. Und wenn wir jetzt darüber reden, dann will ich, dass du auf jeden Fall sofort sagst, wenn dir irgendwas zu nahe geht oder wenn eine Grenze überschreiten. Wie würdest du dich denn beschreiben damals? Also weil es war das erste Mal mit 12. Mhm. Ich habe die Welt noch ziemlich kunterbunt gesehen und da hatte ich überhaupt keinen Bezug dazu, was es bedeutet, Sex zu haben, irgendwie Lust zu empfinden. Ich war halt ein Kind. Wie hast du denn diesen Täter von damals kennengelernt? Was war das für jemand? Es war jemand aus dem Bekanntenkreis meines Bruders. Mhm. Und wir hatten bei Facebook hin und her geschrieben und ich habe mich extrem gefreut, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen von jemand Älterem. Und als ich 12 war, war der Täter 19. Mhm. Und der hatte dann irgendwann gefragt, ob ich vorbeikommen will, weil mein Bruder und andere Leute bei ihm sind und irgendwie Musik machen, Spaß haben und er möchte mich gerne dabei haben. Und da habe ich mich halt mega drüber gefreut. Bin, ohne es irgendwie einmal hinterfragt zu haben, halt sofort hingefahren. Mhm. Und was ist dann passiert? Also ich bin hingefahren, habe geklingelt und mein Bruder und die ganzen Freunde waren nicht da. Und ich habe dann erst gefragt, wo sind die? Ich warte vielleicht lieber vor der Tür. Also ich glaube, diese Hemmschwelle hatte ich dann noch. Mhm. Meinte, ja, die sind gerade einen Döner holen gegangen, auch für dich. Setz dich doch einfach, komm rein, die sind gleich wieder da. Und dann bin ich rein, sehr nervös. Mhm. Hab meine Jacke, Schuhe, alles noch nicht ausgezogen, mich hingesetzt und gewartet und wusste jetzt auch gar nicht, worüber man spricht. Mhm. Und dann hat er halt gesagt, zieh doch deine Jacke aus, setz dich doch zu mir ins Bett. Und war irgendwie sehr, schon auch übergriffig. Wie ging es dir denn damit, dass, also als du gemerkt hast, okay, irgendwie er verhält sich sonderbar oder vielleicht in deinen Augen übergriffig? Ich war ziemlich wie vereist. Also ich konnte irgendwie nicht richtig was sagen oder mich bewegen, nicht wirklich nachdenken. Also ich war furchtbar nervös. Und da habe ich auf jeden Fall schon gemerkt, ich bin hier in einer richtig, richtig schlechten Situation. Mhm. Es kam auch schnell der Gedanke, wenn jetzt was passiert und ich was tue, dann könnte ich vielleicht auch sterben. Mhm. Das war ein realer Gedanke für dich? Also ab dem Moment, wo klar war, der will irgendwie mehr und mein Bruder wird definitiv nicht mehr kommen, mhm, dachte ich, wie ich jetzt hier rauskomme und dass ich dachte, wenn ich hier rauskommen will, dann sollte ich jetzt lieber mich nicht wehren. Mhm. Wie genau kannst du dich denn an das erinnern, was dann passiert ist? Also lange Zeit gar nicht, aber ja, ich habe es sehr lange verdrängt und jetzt erinnere ich mich schon an mehr. Und es kommen auch immer wieder Bilder hoch, an die man sich erinnert. Oder vor allem Intrusion vom Körper, also dass der Körper sich daran erinnert. Und das ist auch noch nicht weg. Also dass es hier halt einfach extrem wehtut, wenn ich daran denke. Mhm. Aber ich will mich auch nicht unbedingt an den Hauptteil erinnern. Wie ging es dir denn unmittelbar danach? Also ich erinnere mich, wie ich dann
wieder vor der Bushaltestelle stand. Ich habe nicht verstanden, was das gerade war. Mhm. Also irgendwie habe ich extreme Schmerzen gespürt und Angst. Und es war mir schon klar, dass es ein sexueller Akt war, aber ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum und wieso jetzt und wieso ich. Und es hat, also ich war in einem extremen Schockzustand. Ich habe mich extrem geschämt, dass ich dachte, warum habe ich das gemacht? Ich bin schuld. Ich bin daran schuld, dass es mir jetzt so schlecht damit geht. Wenn ich das meiner Mutter erzähle, dann bricht eine Welt für sie zusammen. Und jahrelang konnte ich irgendwie nicht glauben, dass es jemanden gibt, der sowas wirklich absichtlich tut, einem wirklich so etwas antun kann, in dem Wissen, wie es einen kaputt macht. Mhm. Und ich dachte, es wäre meine Schuld. Ich hätte mich mehr wehren müssen. Ich hätte gar nicht erst hingehen dürfen. Ich hätte das, ich hätte dies. Es kommen immer mehr Sachen, wo man sich denkt, hätte ich doch, dann wäre das nicht passiert. Wie würdest du sagen, hat es dich dann verändert? Die nächsten 7 Jahre waren ziemlich im Arsch. Also ich traure dieser Zeit echt hinterher. Mein Gefühl von, was sind eigentlich Grenzen, war komplett kaputt. Mein Verhältnis zu Sex und Liebe war kaputt. Also ich dachte, das wäre irgendwie, was man geben muss, um Liebe zu bekommen. Ich bin in eine sehr, sehr, sehr tiefe Depression gefallen. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, überhaupt so weiterleben zu wollen. Mhm. Du hast gesagt, du hast viel verdrängt von der ersten Tat, als du 12 warst. Wie bist du denn an diese Erinnerungen da rangekommen? Also in der Therapie ist halt Ziel, dass man sich wieder daran erinnert. Mhm. Und das haben wir einmal gemacht. Selbst wenn ich nicht alles erzählen konnte, haben wir das aufgenommen. Und jeden Abend musste ich mir das anhören. Wow. Das war ziemlich hartes Jahr. Mhm. Es gibt ja auch Therapien, wo man nicht darüber spricht, sondern eher lernt, damit umzugehen und mit seinem Alltag gut klarzukommen. Für mich war aber wichtig, das zu erzählen. Und auch wenn es sehr krass war, aber es hat sehr geholfen, sich das dann jeden Tag anzuhören, weil ich mich damit immer wieder konfrontieren musste. Mhm. Ich bin zum Ort gefahren, wo es passiert ist, nicht ganz zu dem Ort selbst, aber in der Nähe. Du hast im Vorgespräch ja gesagt, dass du heute eventuell auch den Versuch machen willst, dahin zu fahren. Was bringt dir das denn, dahin zu gehen wieder? Also ich glaube, zum Ort des Geschehens zurückzukommen, ist immer irgendwie sehr hart. Aber ich will diesem Ort auch nicht weiter ausweichen. Ich glaube, auch da konfrontiere ich mich damit und hole mir auch da die Macht wieder zurück. Mhm. Also ich würde gerne schauen, ob ich dann aussteige oder nicht. Aber grundsätzlich freue ich mich über die Möglichkeit, damit konfrontiert zu werden. Wie ist es gerade? Angespannt. Wie hat sich denn dein Verhältnis zu dem Täter danach entwickelt? Hast du ihn noch mal gesehen? Also er hatte wohl Fotos von mir gemacht währenddessen und hat halt mich quasi erpresst. Ich habe ein paar Mal versucht, irgendwie das Gespräch zu suchen per Chat. Was hat er geschrieben? Hab dich nicht so, du wolltest es auch, da ist doch gar nichts Schlimmes passiert, hat doch Spaß gemacht. Also es war unglaublich schlimm. Und dann habe ich gemerkt, dass ich Hilfe brauche und dass da wirklich etwas passiert ist, was nicht hätte passieren dürfen. Das heißt, das hat dazu geführt, dass du dir auch therapeutische Hilfe gesucht hast? Ja. Vorher hätte ich mir manchmal gewünscht, ich wäre dabei einfach gestorben, weil das ein unglaublicher Schmerz war und ich mit mir nicht leben konnte. Ich wollte mich nicht im Spiegel angucken. Ich habe überall diese Scham an mir gespürt. Und die Klinik hat mir geholfen, das loszuwerden und mich selber lieben zu können. Hattest du denn sozusagen mit der Vergewaltigung auch abgeschlossen? Ich habe in der Klinik tatsächlich eher weniger über die Vergewaltigung an sich gesprochen, sondern mehr über die Depression.
dass es unglaublich schwer ist, auch über die Lippen zu bringen, zu sagen, ich wurde vergewaltigt, ich bin Opfer von etwas geworden, weil man möchte ja auch nicht gerne Opfer von sowas werden. Oder wie andere sagen, Überlebende, was, finde ich, dem auch näher kommt. Ich glaube, man kann auch nie richtig damit abschließen. Das ist etwas, was einen begleitet. Aber nach der Therapie mit 15 ging es mir sehr gut. Und ich war fest davon überzeugt, dass er sich entschuldigen würde. Mhm. Und dass es ihm ernsthaft leid tut. Und dass das in irgendeiner Weise vielleicht wirklich ein Missverständnis war. Zumindest habe ich das sehr, sehr, sehr glauben wollen. Und durch Zufall waren wir beide in Prag. Und da hat er mich auch angeschrieben und gesagt, dass wir in der gleichen Stadt sind und so weiter. Und ich dachte, das wäre jetzt ein Zeichen und das wäre jetzt die Chance, für mich selber aus eigener Kraft aus dieser Situation rauszukommen und diese Situation irgendwie im Guten irgendwo noch zu beenden. Mhm. Und wir haben uns getroffen und ich habe dieses Gespräch gesucht und ihm auch vorher geschrieben, dass ich mit ihm einfach nur reden möchte über was passiert ist. Warum war dir denn die Entschuldigung des Täters so wichtig? Aber in dem Moment dachte ich, dass ihm nicht klar ist, was er mir da angetan hat. Und wenn ich sehe, dass er das realisiert und sich dafür entschuldigt und es ihm ernsthaft leid tut, dass ich dann auch besser meinen Frieden damit finden kann. Wie war denn da die Situation? Wo habt ihr euch denn getroffen? Wir haben uns in meinem Hotel getroffen. Erstmal unten in der Lobby und dann wurden wir weggeschickt, weil da geputzt wurde. Und dann sind wir in mein Zimmer gegangen, was mir auch immer noch sehr unangenehm ist. Das ist auch die Angst jetzt gerade bei dem Video, dass sich Menschen fragen, warum ist sie da nochmal hin? Warum hat sie sich nochmal in so einem Setting getroffen? Und ich verstehe die Frage, die habe ich mir auch sehr lange gestellt und stelle sie mir auch immer noch. Aber ich weiß für mich, dass ich extrem an das Gute geglaubt habe. In ihm und in der Welt und fast davon überzeugt war, dass er sich entschuldigen wird. Es kam nicht eine Sekunde in Frage, dass er das nochmal tun könnte. Und dann ist es eben nochmal passiert. Nur, dass ich mich da sehr mit voller Kraft gewehrt habe, geschrien habe und alles getan habe, um aus dieser Situation rauszukommen. Ist denn niemand darauf aufmerksam geworden? Hat dir niemand geholfen? Nee, es hat keiner gehört. Mhm. Beim Schreien und beim Wehren hat er nicht darauf gehört. Ich habe meine vollste Kraft angewendet, aber er war mir halt auch kräftetechnisch überlegen. Ich habe sofort danach bei einem Hilfetelefon angerufen und es erzählt. Mir wurde empfohlen, sofort zur Polizei zu gehen, alles an Spuren zu sichern, das mitzunehmen. Und ich bin im Telefonat noch eingeschlafen. Meine Eltern meinten, sie haben mich stundenlang versucht, wach zu klopfen. Aber ich bin einfach nicht wach geworden. Ich war, glaube ich, in einem extremen Schockzustand. Und dann, als ich wach wurde und meine Taschen gepackt habe, habe ich mich erinnert, was eigentlich letzte Nacht passiert ist. Bin zusammengebrochen, hab's erzählt und wir sind sofort mit allen Beweisstücken zur Polizei gefahren. Was ist denn dann aus der Anzeige geworden? Ich musste nochmal vom LKA aussagen. Dann habe ich aber relativ schnell erfahren, dass nicht nur von mir Anzeige erstattet wurde. Wir können ja mal zusammen in die Akte reingucken. Mhm. Also das gab andere Menschen, die eine ähnliche Situation geschildert haben. Eigentlich ungefähr die gleiche, auch im gleichen Zeitraum, mit der gleichen Erpressungstaktik. Mhm. Wie ging es dir damit, als du das erfahren hast? Ich glaube, es hat zum ersten Mal die Wut, die ich auf mich hatte, auf ihn verlagert. Mhm. Und das Schuldgefühl ein wenig von mir genommen, mhm. weil ich gesehen habe, dass dass eine Taktik ist von ihm, dass das eine gut durchdachte Masche ist, wie er dazu kommt, junge Frauen auszunutzen. Was ist denn letztlich in dem Verfahren passiert?
Aufgrund von einem Paragraphen, das ist der Paragraph 154 StPO, wurde mein Verfahren eingestellt, weil davon ausgegangen wurde, dass er aufgrund der anderen Anzeigen verurteilt wird. Und deswegen wurde dein Verfahren eingestellt? Ja, das habe ich auch sehr lange nicht verstanden. Mhm. Aber ich war auch ein Stück weit erleichtert, mich damit jetzt erstmal nicht mehr auseinandersetzen zu müssen und zu wissen, dass er verurteilt wird. Mhm. Hinsichtlich Ihrer Frage, ob der ehemals Beschuldigte verurteilt wurde, kann dies bejaht werden. Wurde durch das Landesgericht Berlin wegen Nötigung in 2 Fällen zum Nachteil der Zeugin zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten verurteilt. Mhm. Also das ist quasi der Beleg dafür, dass er auf jeden Fall verurteilt wurde, aber eben nicht für deine Anzeige, ne? Ich habe mich damit abgefunden, dass es nichts wurde. Mhm. Habe mich sehr gefreut, dass er verurteilt wurde und ins Gefängnis kam. Habe mich dadurch auch sicher gefühlt. Und in der Vorarbeit mit euch habe ich dann mir meine Akte geben lassen, reingeguckt, auch eben verstanden, warum oder unter welchem Paragraphen der eingestellt wurde. Mhm. Und dann kam unglaubliche Verwirrung auf. Und weil ich nicht verstehe, wieso man den anwendet bei Sexualstrafrecht, möchte ich das Wiederaufnahmeverfahren starten. Habe jetzt auch einen Termin bei einer Anwältin und möchte verstehen, unter welcher Grundlage der eingestellt wird und verstehen, ob ich da trotzdem noch rechtlich gegen ihn vorgehen kann. Mhm. Weil ich jetzt mich auch viel mehr erinnere und mich viel stärker fühle, das Ganze zu machen. Das ist also auch der Weg, den du damals gefahren bist? Ja. Wie geht's dir jetzt auf dem Weg hierher? Also wenn ich den Bus sehe, der auch der ist, den ich damals genommen habe, dann steigt die Anspannung sehr. Einfach weil ich mir vorstelle, wie da diese 12-jährige Emma sitzt und sich hart freut auf ihren Bruder und irgendwie auf eine schöne Zeit. Und dann aber ja, irgendwie das Gegenteil passiert ist. Was geht jetzt gerade in dir vor? Richtig blöd ist es dieser Schmerz, an den man sich erinnert. Das ist auf jeden Fall gerade ganz stark. Aber also ist es auch wirklich ein körperlicher Schmerz? Ja, im Unterleib. Halt überall da, wo sich dann beim Trauma sozusagen alles zusammengezogen hat. Ja, es fühlt sich so an, als würde sich das alles wieder zusammenziehen und sozusagen mich wieder beschützen wollen. Mhm. Also mir fällt es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwer, einfach einzuschätzen, wie es dir damit geht jetzt in der Situation. Wenn du sagst, du hast Schmerzen, so, dann klingt es ja für mich erstmal so, als sträubt sich alles in dir dagegen, hier zu sein. Ja, ist verständlich. Aber ich glaube, ich kann gut merken, ab wann es wirklich zu viel ist. Mhm. Das ist schon die Straße. Ich würde schon vors Haus fahren. Hat sich dein Gefühl von Schuld, von Schuldgefühlen ja auch ein Stück weit verändert, oder? Du hattest am Anfang eher die Schuld bei dir gesucht und jetzt hast du plötzlich aber auch gesehen, dass er da die Verantwortung trägt. Also ich habe gesehen, dass er ein Vergewaltiger ist und dass ich ein Opfer von etwas geworden bin, was nicht hätte sein dürfen. Aber ich habe auch gesehen, dass ich mich nochmal mit ihm getroffen habe, dass auch andere gefragt haben, wieso hast du das nochmal gemacht? Mein erster Impuls war es tatsächlich auch gerade zu überlegen, warum genau hast du dich mit ihm getroffen. Aber letztlich spielt es keine Rolle dafür, dass er verantwortlich ist für die Tat. Ja, ich hätte ja auch nackt vor ihm stehen können, sobald ich sage, dass ich keinen Sex mit jemandem haben will. Geht das nicht, diesen Schritt weiterzugehen, diese Barriere zu gewaltsam zu durchbrechen und jemanden da so viel zu nehmen? Ich nehme es oft wahr, dass in unserer Gesellschaft, dass Betroffene, dass denen auch irgendwie so eine Verantwortung zugeschrieben wird, genau durch solche Fragen. Warum warst du denn so naiv und bist dort und dorthin gegangen? Warum hattest du das und das an?
so ein klassisches Victim-Blaming. Hast du das auch erfahren? Ja, man wird ja auch so erzogen, dass man immer wieder hört, zieh dir nichts zu Kurzes an, sei nicht zu spät draußen, steig zu niemandem ins Auto, tu nicht dies, tu nicht das, pass auf, dass du nicht vergewaltigt wirst. Mhm. Aber als, ich finde, die Söhne sollten eigentlich gesagt bekommen, vergewaltige niemanden. Mhm. Stattdessen laufen Frauen und ja auch ich mit einem Schlüssel in der Hand rum, wenn es zu spät ist oder wenn man erstes Date hat, checkt man meistens den Standort seinen Freundinnen und hat ständig Angst davor. Aber man hat Angst, selber was falsch zu machen und deshalb vergewaltigt zu werden. Also ich sehe gerade auf dem Navi, es sind nur 500 Meter bis zu dem Haus. Und hier war das, ne? Fühlt sich gerade danach auszusteigen. Ja, es löst gerade super viel Emotionen aus. Mhm. Ich kann fast ins Fenster sehen, wo das passiert ist. Mhm. Mir tut es für mich selbst einfach unglaublich leid, dass ich hier in so einer Situation war. Es hätte auf jeden Fall alles nicht sein müssen. Mhm. Für mich ist es ein unglaublich trauriger Typ, der das da gemacht hat und eine sehr starke Frau, die das überlebt hat. Das finde ich auch. Würde das was bringen, auszusteigen? Ja, ich will jetzt nicht sitzen bleiben. Okay. Ich würde da gerne kurz alleine rumlaufen. Mhm. Wie geht's dir? Ist alles gut? Mir geht's gerade richtig gut. Ja? Ja. Wie war das gerade? Voll viel Druck und Anspannung und alles ist gerade irgendwie abgefallen. Du siehst auch ganz gelöst aus. Okay. Ja. Du hast den Ort zurückerobert. Ja, ich glaube, es ist wichtig für mich. Ich kann auf jeden Fall jetzt immer sagen, ich war danach noch mal da. Mhm. Und jetzt ist es besser. Gibt es irgendwas, was du anderen mitgeben würdest, die in einer ähnlichen Situation sind oder waren? Einfach stark bleiben und wissen, dass da ein Leben auf einen wartet, was besser ist. Dass jede Frau und jeder Mann, denen das passiert, die gerade in der Situation sind, dass diese Menschen auf keinen Fall aufgeben dürfen. Weil sie sehr viel wert sind und vor allem ihr Leben so viel wert ist, dass kein Arsch dieser Welt es nehmen kann. Und jeder Mensch es verdient hat, geliebt zu werden und vor allem von sich selbst. Und jeder Mensch hat vor allem auch sehr viel Hilfe verdient, weil alleine muss da echt keiner durch. Gibt's was ihr Emma mit auf den Weg geben wollt? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Der Film ist Teil der Reihe Wie gehen wir mit Schuld um? Und dafür habe ich unter anderem Max getroffen, der unter sexualisierten Gewaltfantasien leidet und sich deshalb therapieren lässt. Den Film findet ihr hier. Und hier unten geht es zu einem Film von Reporter über die Spurensicherung nach einer Vergewaltigung.